Gleich kommt der Tilly im Büro vorbei. Der hat sich über eine Schnittstelle Daten vom E-Scooter-Anbieter Zirk gezogen. Und ich bin mal gespannt, welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen und ob das auch ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Ja, ich sitze jetzt hier mit dem Till und in Sachen E-Scooter wird es, glaube ich, ganz spannend anhand von Daten. Aber erstmal, Till, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Till. Hauptberuflich mache ich ganz viel mit IoT und Semantic IoT bei IoT Connected. Privat trinke ich ganz gerne mal ein Bier oder brauche auch das und beschäftige mich halt auch ganz gerne mit IT und Data Science und werte dann auch mal ganz gerne Sachen aus, die mich so in der Umgebung betreffen. Genau, und wir haben uns auch übers Bier kennengelernt, genau, witzigerweise. Und ich merke ja auf Twitter, du bist auch ganz viel aktiv in Sachen halt, also wie kommt man von A nach B mit Fahrrad, städtisch, genau. Wie entwickelt sich da der Individualverkehr, sag ich mal. Und da war ja Thema E-Scooter, das ist ja jetzt nichts Neues, auch gerade bei mir hier. Und da hast du auf einmal gesagt, du hast halt ganz viele Daten und von Zirk, über die habe ich ja auch schon berichtet. Und da hast du mir ja gesagt, zum Beispiel, du könntest sehen, wie viele Fahrten, was so ein Durchschnittsfahrt ist, was die auch umsetzen. Also viele fragen sich ja auch, die fahren halt rum, dann sieht man halt so am Tag, weiß ich nicht, 5, 10, 20 Fahrten. Kann sich das denn rechnen? Und das werden wir heute unter anderem rausfinden und ganz viele andere spannende Sachen. Aber erstmal vorneweg, wie bist du an die Daten rangekommen von Zirk? Naja, also als das mit Zirk hier in Dortmund losging, gab es eine Infoveranstaltung, da wurde dann auf Twitter auch gesagt, dass die Kommunen die Daten kriegen und da dachte ich, das ist eine total spannende Sache für so Citizen Science, mal gucken, was in meiner Stadt los ist, habe die Stadt Dortmund angeschrieben und die sagten, wir haben nichts. Da war ein bisschen doof für mich und dann habe ich mir überlegt, die App, die holt sich ja auch die Daten, welche Scooter gerade frei sind. Das heißt, ich habe dann im Prinzip die Schnittstelle genommen, die auch die App an sich selber nutzt, habe mich da eingeloggt, halt mit meinem eigenen Programm und ziehe jetzt einfach jede Minute einfach quasi ein Abbild der Karte, die man so in der App sieht, runter und kann halt sehen, welche Scooter frei sind. Wenn ein Scooter, der vorher frei war und dann nicht mehr frei ist, dann weiß ich, der ist wahrscheinlich gerade in Bewegung. Und wenn der halt nie wieder auftaucht, kann ich halt einen Schluss ziehen, der ist nicht in Bewegung, sondern der ist halt außer Dienst gestellt worden oder ähnliches. Genau, und der Zugriff ist im Prinzip die API, die für Entwickler bereitsteht, damit die was mit der Daten. Es gibt auch eine Partner-API, die habe ich aber auch nicht genutzt, weil ich zum einen, als ich damit anfing, von dieser Partner-API nichts wusste. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt unbedingt wollen, dass ein Partner quasi deren Geschäftsmodell reverse-engineert. Deswegen habe ich einfach die API von der App genutzt und das funktioniert auch ganz gut soweit. Okay, also erstmal, Daten sind frei verfügbar, wenn man weiß, wo man guckt. Genau. Und dann hast du jetzt auch für einen Zeitraum ich habe es mir aufgeschrieben, vom 14.10. bis 9.11. einfach mal die Daten gesammelt. Das ist halt ein solider Monat, also ein bisschen mehr sogar. Das finde ich ist eine gute Grundlage, um sich die Daten dann wirklich mal anzugucken. Und zeig einfach mal, was wir da lernen können. Ja, gerne. Erstmal ganz spannend ist zu wissen, wie werden die überhaupt genutzt. Wir haben hier einen schönen kleinen Graphen, da können wir sehen, wie viele Trips, das ist die rote Linie, entstanden sind. Da sieht man, an einem Tag gibt es einen spannenden Peak, wo wir uns auch schon drüber unterhalten hatten und nicht genau drauf gekommen sind, wo an diesem Samstag diese ganzen Fahrten hergekommen sind. Genau, das war am 26. Oktober. Wir reden ja von den Dortmunder Daten logischerweise. Und wenn einer von euch weiß, was am 26. Oktober war, also was wirklich die Sache hat schlagen nach oben, der kann es mal in die Kommentare reinschreiben. Genau, also fast doppelt so viele Trips wie sonst im Schnitt, ist schon ein signifikanter Ausreißer. Ja, die blaue Linie sind die Unique Users, also wie viele oder einzigartige Nutzer nutzen Zirk. Das ist auch ganz spannend, das bedeutet, wir sehen hier, dass das stark mit der Anzahl der Trips korreliert, aber nicht auf der Linie liegt. Das bedeutet, die meisten Leute, die sich einmal so ein Ding leihen, leihen es in der Regel auch ein zweites Mal am gleichen Tag, bis halt auf unserem Ausreißertag. Und die Orangenlinie darunter, das ist die Anzahl der einzigartigen Scooter, die an dem Tag überhaupt im Einsatz war. Da sieht man, das ist relativ stabil. Das heißt, Zirk scheint das auch tatsächlich ganz gut rauszuhaben, die so zu verteilen, dass die Nutzung der Scooter auch immer mit, oder dass die Nutzung gut auf die Scooter verteilt wird. Mhm.
Also das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Erkenntnis. Die haben anscheinend in dem Zeitraum auch nicht hoch oder runter skaliert, dass sie einfach mehr Scooter brauchten. Weil ja gefühlt halt auch das relativ stabil aussieht, mal von dem Ausreißer abgesehen, anhand der Nutzer und der Fahrten. Gudi, was können wir denn noch rauslesen? Einige interessante Sachen. Also mal abgesehen davon, wie viel wird überhaupt generell gefahren, kann man sich noch ein paar andere Graphen plotten lassen oder Korrelationen, falls einem das sagt, plotten lassen. Man könnte hier zum Beispiel gucken, gibt es Zeiten, in denen E-Scooter besonders gerne benutzt werden? Also gibt es eine Stunde, wo die meistens ausgeliehen werden? Zum Beispiel morgens im Berufsverkehr könnte das ja sein, dass wir eine Korrelation haben, irgendwie morgens um 7 werden die gerne geliehen und abends um 5 wieder. Mal ganz kurz, also du kannst ja schon mal aufrufen. Ich persönlich, ich benutze die Scooter also ganz gerne. Ich wohne halt in Dortmund im Kreuzviertel und ich muss ab und zu zum Bahnhof. Also für mich ist das zum Beispiel eine super Strecke, weil die halt kürzer ist, als wenn ich die U-Bahn nehmen würde. Und wenn ich halt abends in die Stadt möchte oder zum Biercafé im Westpark, auch für mich eine Option, anstatt zu laufen, dann nehme ich mir dann halt abends gerne einen Scooter. Tagsüber eher selten. Das sind einfach mal von mir aus, aber ich bin mal gespannt, was jetzt die Daten alle hergeben. Genau, also da sieht man, wir haben da eine positive Korrelation von 0,34. Das Maximum wäre 1. Das bedeutet, dann würden wirklich alle Leute immer nur um 7 und um 17 Uhr Scooter mieten. 0,34 ist so eine semi-starke Korrelation. Das heißt, man sieht, es gibt zumindest einige Stunden, wo weniger passiert und einige Stunden, wo mehr passiert. Eine andere spannende Korrelation ist, ich kann nicht sehen, wie viel die Leute fahren. Ich kann nur sehen, wie groß die Distanz zwischen Ausleihort und Rückgabeort ist. Und da kann man dann mal gucken, wie groß die Korrelation ist. Und da sieht man, die ist bei 0,06. Also da gibt es eigentlich keine relevante Korrelation. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass die Leute eher weniger so wie du von A nach B fahren, sondern dass sie sehr, sehr viel Spaßfahrt machen. Einmal im Kreis fahren, wenn man sich den Durchschnitt anguckt zwischen Distanz, Ausleihe und Rückgabeort, kommt man meistens auch so auf 400 bis 600 Meter an den verschiedenen Tagen. Also auch wenn man eine Stunde fährt, meistens sind die Leute dann nur 400 Meter weit gekommen. Ja, wir hatten ja an dem Meeting, was du angesprochen hast, wo auch die Vertreter von CERC da waren und der Chief Innovation Officer, oder wie heißt es? Ich glaube Information Officer. Information Officer von Dortmund, wo sie uns mal gezeigt haben, die haben ja das Gebiet nacheinander erweitert und unter anderem jetzt hier auch am Phoenixsee, wo das Büro hier ist, wo wir gerade sitzen. Und da haben die überraschenderweise dann gesehen, dass viele Leute sich die hier ausleihen und dann um den See drumherum fahren. Genau. Praktisch wie als ob eine Fahrradtour um den See machst, einfach nur mit dem E-Scooter. Damit haben sie wohl nicht gerechnet, aber machen die Leute. Und da verdienst du halt auch gut Geld, wenn die hier im Kreis fahren. Das ist halt die Sache. Am Ende, ein E-Scooter-Verleihanbieter wird immer auf, ich sag mal, Fahrzeit und Ausleihhäufigkeit optimieren, egal was er tut. Eigentlich ist es Zeug relativ egal, was für eine Distanz tatsächlich überbrückt wird. Die wollen, dass die Leute lange fahren, weil die nach Minute bezahlt werden und möglichst häufig ausgeliehen werden. Genau. Deswegen fand ich die Daten auch so interessant, weil das ein Interesse ist, was nicht unbedingt sich genau mit dem Interesse einer Stadt deckt, die an so einem E-Scooter-System Interesse haben könnte. Eine Stadt möchte ja ganz gerne, dass die Leute von A nach B fahren und würde eher auf diese Parameter optimieren. Mhm. Und deswegen wollte ich tatsächlich diese Daten noch ursprünglich mal sehen, ob Zeug tatsächlich der Stadt in ihrem Sinne was bringt oder ob das eher ein Geschäftsmodell ist mit, wir haben jetzt ein neues Spielzeug, das kann man verleihen und wir optimieren jetzt darauf, dass wir da Geld rausziehen. Genau, und ob es ein Geschäftsmodell ist, das finden wir ja noch raus. Genau. Was haben wir hier noch für spannende Korrelationen? Genau, wir können sehen, spannenderweise, ich kann ja immer die Endzeit eines Ausleihzeitraums und die Startzeit eines Ausleihzeitraums sehen. Und wir können hier, das kann ich dann nach Tagen korrelieren. Das bedeutet, an welchen Tagen finden im Schnitt die meisten Fahrten statt. Und wenn man sich das einmal nach der Endzeit ausgibt, wann hören die meisten Fahrten auf und einmal, wann starten die meisten Fahrten, dann sieht man etwas Spannendes. Man sieht, dass im Schnitt die meisten Fahrten sonntags enden, aber die starten nicht sonntags, sondern wenn ich mir die gleiche Korrelation für die Startzeit gebe, dann sehe ich, dass die meisten Fahrten samstags starten. Das bedeutet, ein großer Teil aller Fahrten, die CERC so macht, die starten samstags und enden erst sonntags. Natürlich wahrscheinlich nachts. Das bedeutet gerade, ich sag mal, für das Partyvolk, was abends unterwegs ist, sind die im Worst Case ein netter Zeitvertreib, im Best Case tatsächlich eine gute Möglichkeit, um dann nochmal nach Hause zu kommen oder den letzten Teil der Strecke zu überbrücken. Genau, und im größten Worst Case fahren sie betrunken.
ich sag mal, die Uhrzeit spricht sehr, sehr stark dafür. Ja, also ist ja nicht so, dass jeder trinkt, aber halt gefühlt, wenn man auch mal so Fernsehberichte sieht, ich meine, da wurden ja schon einige mal aus dem Verkehr gezogen oder manche haben auch sogar ihren Führerschein fürs Auto verloren, weil eben darfst du nicht machen. Ja, genau, man ist ja immer mit 20 km/h unterwegs, das kann man sich schon selber ziemlich wehtun mit. Sich selber ja und auch anderen. Ja. Also wo ich dann sage, sich selber, selber schuld. Wenn es Unschuldige trifft, ist natürlich hier wirklich schlimm. Das stimmt. Man kann auch so in das Dataset einmal, ich sag mal, pro Trip reingehen. Ich habe das Ganze halt zu Trips aggregiert, dass man sehen kann, was ist denn pro Fahrt geschehen. Und da kann ich dann zum Beispiel sehen, die längste Duration. Die ist ganz spannend, die ist mit 17.695 Minuten. Und so Durations im Tausender-Minuten-Bereich gibt es gar nicht so wenige. Das bedeutet, die Ausleihzeit ist über viele Stunden. Und wenn man sich dann die Zeiten anguckt, die sind dann häufig auch so 6.13 Uhr ist dann die Startzeit oder 23.31 Uhr, 21.39 Uhr bei so extremen Zeiten. Ich habe das Gefühl, dass Leute auch ganz gerne mal vergessen, die Roller wieder abzumelden und dann stehen die einfach rum und kosten ganz gut Geld. Da würde es mich zum Beispiel interessieren, wie Zirk solche Fälle handelt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, 2.229,60 € zahlt, weil er besoffen vergessen hat, einen E-Scooter zu sperren. Ja, im Prinzip sind die, glaube ich, relativ kulant vom Kundenservice. Ich hatte jetzt auch schon mal den Fall, dass ein Scooter auf einmal nicht mehr gefahren ist. Ich habe eine Ampel angehalten, dann ist er nicht mehr angefahren. Habe ich halt bemängelt, haben sie mir halt komplett erstattet, obwohl ich schon die Hälfte der Strecke gefahren bin. Fand ich halt fair und habe ich halt gefühlt auch bei anderen gehört, dass die halt mit Sonderfällen wirklich sehr fair umgehen, wenn man halt auch belegen kann, dass da was schiefgelaufen ist. Was natürlich mit reinspielen kann, theoretisch, die haben ja auch gefährliches Halbwissen. Es gibt ja mittlerweile, weil ändert sich ja ständig was, Minutenpakete und auch mal so ein Tagesabo. Also das heißt, das sind ja alles Informationen, die wir ja daraus ja also nicht matchen können. Hat derjenige vielleicht so ein Tagesabo oder ein Stundenabo gehabt, was das Ganze dann natürlich dann auf die Kosten nochmal anders umlegt und vielleicht sogar Sinn macht, dass er nicht freigeschaltet hat, weil er ihn weiter nutzen will. Aber auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal so zu sehen. Und wie gesagt, wundern wird es mich nicht. Genau, ich würde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter scrapen, weil mich tatsächlich mal interessieren würde, wie lange die Roller halten. Ich kriege aus den Daten auch tatsächlich einzigartige IDs für die einzelnen Roller. Und mich würde noch interessieren, wie lange das dauert, bis so ein Roller dann tatsächlich außer Dienst gestellt wird. Und gucken, ob man da nochmal spannende Daten findet. Mhm. Weil das auch, man weiß ja ungefähr, was die Roller kosten, so zwischen 700 und 1000 Euro. Dann weiß man halt auch, was die, ich sag mal, für einen Verschleiß pro Monat haben. Genau. Also fair enough, wahrscheinlich, wenn die, also die produzieren ja auch selber, die kaufen die ja auch nicht ein. Gut, da ist nochmal, die werden nicht die komplette eigene Entwicklung machen, aber da müssen wir mal gucken, was man da für einen Preis an so einen Roller wieder wirklich dran tackert. Aber ich meine, für 50 Euro kaufen die ja auch nicht, das ist auch klar. Was interessant ist, wenn du hast ja die Unique-IDs der Roller, kannst du den Roller halt theoretisch nachverfolgen. Du hast auch eine User-ID, oder? Tatsächlich leider ja. Das ist so eine unschöne Sache in der Circ API. Ich sehe nicht direkt User-IDs, sondern ich sehe die ID von dem User, der zuletzt den Status des Roller geändert hat. Was halt, wenn ein Roller wieder frei wird, immer der User ist, der vorher gefahren ist. Datenschutzrechtlich ist das zumindest etwas, worüber Circ dringend nachdenken sollte. Da die IDs unique sind, sind das wahrscheinlich P2-Daten nach DSGVO. Damit besonders schützenswert und die geben die über eine API raus, die nicht braucht. Mich als App-Nutzer interessiert das ja nicht, wer vor mir den Roller geliehen hat. Ich kann es auch nicht sehen, also die App macht nichts damit. Aber die Daten sind halt leider da. Genau, du kannst ja zum Beispiel sehen, dass dieser Nutzer mit der ID den Roller halt meinetwegen immer an dem einen Ort abstellt, oder? Genau, das ist so eine Korrelation, könnte ich fahren. Jetzt nicht mit dem Toolset, was ich hier habe. Okay, aber theoretisch. Genau. Und dann kannst du dich ja hinstellen, einfach einen ganzen Tag warten und dann hast du zumindest schon mal ein Gesicht. Tatsächlich ja, das hat auch am Bergmarkier schon ganz gut geklappt. Da kam ein Bekannter für mit dem E-Scooter. Ich habe mein Dataset reingeguckt und wusste dann, die und die IT gehört zu Kollege X und jetzt könnte ich ihn theoretisch immer, wenn der Nutzer in den E-Scooter nutzt, tracken. Okay, ja, schon spannend. Hast du noch was? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war auch schon so das Spannendste. Die Circ API gibt mir halt so ein paar kleine Details. Was für mich ja spannend war,
Wir haben uns einfach mal einen Tag rausgesucht. Ich habe es mir auch nochmal extra notiert. Wir hatten den 29.10. mal genommen, genau, weil ich ja dann wissen wollte, was verdienen die denn überhaupt? Und das ist ja relativ einfach auszurechnen. Die Anzahl der Fahrten, also die Fahrten, die begonnen haben, da kostet ja jede schon mal einen Euro, weil der Roller freigeschaltet wird. Also vernachlässigen müssen wir natürlich jetzt hier irgendwelche Bonusaktionen, irgendwelche Paketpreise und wenn einer halt ja, einen Code hat. Also Bonusaktion ist ja fast das Gleiche. Oder so Stornos von Großhäusern. Genau. Aber halt, wir können zumindest so einen Wert ermitteln, was die maximal verdienen können an dem Tag. Und auch generell eine Hausnummer kriegen. Das ist ja schon interessant, sind das eher 1.000 Euro, 10.000 Euro oder 100.000 Euro. Dafür hat man ja schwer ein Gefühl. Genau. So, und halt, wenn es halt 922 Fahrten sind, wie gesagt, 922 Euro, die sind schon mal im Sack. Und an dem Tag haben wir an Minuten gefahren 31.775 Minuten, was bei 20 Cent die Minute dann 6.355 Euro ergibt. Und alles zusammen ist dann hier ein bisschen was über 7.200 Euro. Das heißt, an dem Tag haben sie maximal 7.200 Euro umgesetzt. Genau. Auf 30 Tage hochgerechnet, da hat man einen Monatswert. Und dann könnte man jetzt theoretisch halt den Preis der Scooter dagegen setzen. Abschreibung, Personal. Das Personal, was die Scooter Wartung, wieder auflädt. Strom ist, glaube ich, total vernachlässigbar bei dem ganzen Faktor. Was aber dann auch spannend war, als wir die Daten aufgenommen haben, um diesen Wert zu ermitteln und ein Gefühl dafür zu bekommen, hast du auch noch gesagt, an dem Tag hatten wir 488 Nutzer, also Fahrer. Genau. Und das ist ein bisschen wenig tatsächlich. Also wir haben da einen recht umsatzstarken Tag, allerdings von den Nutzern her einen eher schwachen Tag. Das bedeutet, wir haben da einen Tag erwischt, wo die Nutzer ziemlich viel gefahren sind, ziemlich lange gefahren sind. Normalerweise erzeugt tatsächlich mehr Nutzer. Das schwankt so zwischen 700 und 950 Nutzern an üblichen Tagen. Aber dafür weniger Umsatz. Der Umsatz, wenn ich mir so angucke, schwankt so zwischen 4.000 und 6.000 Euro in der Regel. Also da haben wir tatsächlich einen eher spannenden Tag rausgesucht für Cirque. Genau. Wenn er zwischen 4 und 6 schwankt, nehmen wir mal einen Mittelwert, 5.000, auf 30 Tage gerechnet. Ja, ja, da kommt tatsächlich ein bisschen was bei rum. Das heißt, man hat so eine Hausnummer, da ist man bei 30 mal 550.000 Euro. Für einen Monat ist das nicht schlecht. Mhm. Für einen Monat für eine Stadt. Genau. Genau. Und ich meine, in Dortmund, wir sind jetzt nicht die Metropole, wir sind auch nicht die riesen Tourismusstadt. Weil halt gerade halt, die Scooter sind halt auch total extrem beliebt bei Touristen, die halt eine neue Stadt erkunden wollen, die natürlich logischerweise meistens kein eigenes Fahrzeug haben, weil der Dortmunder an sich hat eventuell wie du ein Fahrrad auch, genau, oder ein Auto. Also von daher finde ich das ein stolzer Wert, mit dem ich null gerechnet hätte. Ich tatsächlich auch. Ich hätte eher so mit 20.000, 30.000 Euro so in der Region gerechnet. Da hätte schon gedacht, so für eine Neuheit ist das ganz passabel in so einer Stadt wie Dortmund. 150.000 im Schnitt ist schon tatsächlich... Da könnte ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Genau, und das sind ja jetzt Daten aus dem Oktober. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Premium-Monat, Juni, Juli, August, wo es warm ist, jeden Tag, wo es Spaß dran hast. Da haben wir halt im Oktober haben wir Regentage, auch schon die ersten richtig kalten Tage teilweise. Also von daher ist auf jeden Fall spannend. Und was dem vielleicht ein bisschen zugute kam, da lagen die Herbstferien drin. Ich glaube, Schüler haben, da sind, glaube ich, auch, das erklärt auch so ein paar Ausreißertage. Ich glaube, Schüler benutzen die halt auch ganz gerne in ihrer Freizeit. Wenn die den ganzen Tag lang Zeit haben, dann halt auch gerne ein bisschen mehr. Okay, jetzt können wir natürlich die Klischee spielen. Der Schüler, je nachdem wie alt er ist, darf ja theoretisch laut AGB das Ding noch gar nicht fahren. Ja. Hat vielleicht auch keine Kreditkarte und kein PayPal. Und dem einen oder anderen Papa oder der einen oder anderen Mama ist das auch egal. Die gibt die Karte rein und dann ist das dem Schüler natürlich total egal, ob er das Ding sperrt oder nicht, wenn er Bock hat und fährt dann auch mal total lange. Das könnte also tatsächlich sein. Das ist jetzt noch einfach mal eine Klischee-These reingeschmissen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und wenn du halt weiter Daten sammelst, können wir ja auch noch mal irgendwann ein Follow-up machen und gucken, was hat sich da verändert. Genau, also so eine Challenge für mich ist es, ich versuche das auf möglichst minimale Hardware zu machen. Deswegen wird es so eine kleine Lücke in den Daten geben, weil mir ein Raspberry Pi abgeraucht ist. Okay. Das werde ich jetzt am Wochenende wieder gängig machen und dann werde ich weiter scrapen, nennt sich das. Und dann werde ich aber zeigen, dass es geht hier nicht um Big Data, es geht hier nicht um unhandelbare Datenmengen, aus denen man nichts machen kann, sondern wir sind hier bei den Chips, habe ich dir glaube ich gerade gesagt, bei 28 Megabyte oder so, 38. 38 Megabyte und insgesamt 2,7 Gigabyte an Daten. Genau, also diese 38 Megabyte, das verteilt sich halt auf die Tage, das heißt am Tag kann man sich sogar in Excel tun und da Dinge mitmachen. Mhm. Also tatsächlich, sag mal, auch Verwaltungsangestellten kompatible Zahlenmengen. Okay.
Ich habe ja gerade einfach aus Neugierde gefragt, vielleicht seid ihr auch neugierig oder halt seid halt auch programmiertechnisch in der Lage, sowas vielleicht auch selber abzufragen und selber zu ermitteln. Du machst das mit einem Tool und mit einer Programmiersprache? Genau, also das Scrapen mache ich mit Go, nennt sich das. Das ist so eine Sprache, die wurde also von Google erfunden und wird auch von Google stark gepflegt. Die ist so im Cloud-Umfeld sehr, sehr verbreitet. Damit hole ich mir quasi Daten aus der Schnittstelle raus, schreibe mir die in Dateien und die Dateien werte ich dann mit etwas aus, das nennt sich R. Das ist so eine Sprache, mit der häufig statistische Analysen gefahren werden. Die findet man also bei Data Scientists oder auch Psychologen, wenn die Dinge auswerten. Okay, schön. So, wie gesagt, vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up. Ansonsten halt, dir kann man ja auch gerne auf Twitter folgen. Ja, das ist, genau, glaube ich, dein stärkster Kanal. Lieber auf Twitter als im Real Life. Der Eulenspiegel bin ich da. Genau, ist halt unten auch nochmal verlinkt. Blenden wir jetzt auch nochmal ein. Könnt ihr ja folgen. Ab und zu schreibst du dir ja auch was zum Thema Mobilität und Innenstadt. Oder wie nennt ihr das, der Fachbegriff für alles? Städtischer Verkehr. Städtischer Verkehr. Da gibt es bestimmt irgendeinen fancy Fachbegriff. Wahrscheinlich, aber... Ja, ja. Auf jeden Fall, okay. Folgt dem, guckt mal, vielleicht postet er auch noch was dazu. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören.